Das Gutachten des Wissenschaftsrates nennt keine definierten Kriterien, nach denen es vorgegangen ist. Man findet eine Mischung aus verschiedenen Kriterien, einerseits Sparüberlegungen, andererseits ab und an fachlich-wissenschaftliche Kriterien. Dieses trifft für die Abteilung Wirtschaftswissenschaften nicht zu. Man attestiert ihr kein unterdurchschnittliches Forschungsniveau. Man attestiert ihr auch kein unterdurchschnittliches Lehrniveau. Das würde auch gar nicht dazu passen, dass wir in den internen Kennziffern der Universität mit unseren Leistungen weit überdurchschnittlich platzieren. Insgesamt lässt sich sagen, es ist keine saubere Trennung vorgenommen worden in der Abwägung zwischen den einzelnen Kategorien, sodass sich die Empfehlung nicht genau nachvollziehen lässt. Das Gutachten setzt beispielsweise einige Prämissen wie ein Ausbildungsniveau auf Ebene der Hochschule für Technik und Wirtschaft sei für die saarländische Wirtschaft ausreichend, so heißt es im Wortlaut. Unsere Kunden, die Studierenden, sprechen ein anderes Bild. Eine Petition, die von der Fachschaft geschaltet worden ist, hat innerhalb eines Tages mehr als 1000 Unterschriften. Die Studierenden fürchten um den Verlust des Markenwerts. Und das ist wichtig. Eine Fusion, wie sie momentan vorgesehen ist, die eine Zusammenlegung zu einem universitätsexternen Gebilde vorsieht, das nicht genauer spezifiziert ist, ist die Umsetzung einer Gesamthochschulidee. Hier muss man vorsichtig sein, weil jede Porzellantasse lässt sich nur einmal zerschlagen. Man kann sie anschließend zusammenkleben, aber sie wird nicht mehr die alte sein und der Markenwert ist verdorben. Auch die Abnehmer unserer Kunden, die saarländische Wirtschaft, sagt uns völlig anderes. In vielfältigen Anfragen wurde uns versichert, dass man natürlich das universitäre Ausbildungsniveau benötigt, genauso wie Studierende der Fachhochschule. Man braucht Absolventen beiderlei Hochschultypen. Nun stellt sich die Frage, woher der Satz kommt, dass die saarländische Wirtschaft keine universitären Absolventen benötige. Das lässt sich nicht sagen, aber was sich sicher sagen lässt, ist, wenn die Prämisse des Gutachtens an dieser Position falsch ist, ist gegebenenfalls auch der Schluss daraus falsch, dass eine gute Lösung in einer gemeinsamen Business School läge. Das Konzept der Business School ist in den letzten Jahren zunehmend beliebter geworden. Einige Anbieter drängen auf den Markt. Schaut man sich Rankings an, beispielsweise Financial Times, der European Business School, stellt man fest, es gibt einige gut platzierte deutsche Business Schools, die alle universitären Zuschnitt sind. Es gibt nur eine einzige Business School, die als private Hochschule in Berlin platziert ist, die ESMT, European School of Management and Technology, hinter der etwa die Hälfte aller DAX-Konzerne stehen. Diese wurde 2002 gegründet und ist mit einem Startanfangskapital von 128 Millionen Stiftungsvermögen aufgebaut worden. Dies verdeutlicht, dass man natürlich aus einer Business School gegebenenfalls etwas machen kann. Es benötigt nur hohe Anfangsinvestitionen, die momentan aber so nicht gegeben sind. Andere Beispiele wie die HHL in Leipzig oder die EBS, European Business School, schreiben seit Jahren große Verluste, die EBS im letzten Abschluss mit 7 Millionen mehr als das Gesamtbudget der Abteilung Wirtschaftswissenschaft. Natürlich sind wir uns in der Abteilung bewusst, dass jeder einen Sparbeitrag bringen muss. Dazu sind wir auch bereit. Angestoßen durch ein sehr positives Evaluierungsgutachten international ausgewiesener Experten unserer Abteilung sind wir momentan dabei, Planungen anzustrengen, universitäre Kooperationen einzugehen. Inwieweit universitär insgesamt Einsparmöglichkeiten schnell greifen, wird man sehen müssen. Ein universitäres Gebilde verfügt über große Remanenzkosten, sodass auch kurzfristig ergriffene Maßnahmen, die zum sofortigen Rückgang der Studierendenzahlen führen, nicht unmittelbar finanzielle Ergebniswirkungen zeigt. Man wird also vor der Finanzierungsfrage stehen, wie ein Rückbau der Universität trotz gleichbleibender Fixkostenbeträge handhabbar sein wird. Beispielsweise unser Lehrstuhl für Controlling unterhält einige Kooperationen mit großen saarländischen Unternehmen. Diese Kooperationen, bei unserem Stichwort Controlling Talents, dienen den Unternehmen dazu, möglichst frühzeitig in Kontakt mit möglichen Master- oder früher Diplomabsolventen zu kommen. Es ist bekanntermaßen schwierig, aus anderen Bundesländern Absolventen in das Saarland zu bekommen. Die Unternehmen würden sich sicherlich nicht bemühen machen,
diese Kooperation einzugehen, sie mit Leben zu füllen, unseren Studierenden allerlei Seminare, Workshops und weitere Angebote zu unterbreiten, wenn sie nicht Bedarf an universitären Absolventen hätten. Dies verdeutlicht, dass die Prämisse des Wissenschaftsratsgutachtens, dass das Saarland mit einem Qualifizierungsniveau der Hochschule für Technik und Wirtschaft ausreichend bestückt sei, sicher fraglich ist. Zudem stellt sich die Frage, ob das Saarland grundsätzlich damit zufrieden sein kann, ein ausreichendes Qualifizierungsniveau zu haben oder ob es nicht darum gehen muss, die besten Studierenden für die saarländische Wirtschaft zu gewinnen. Ja, es ist richtig, ich habe erst im letzten Jahr einen ergangenen Ruf an die Universität Düsseldorf abgelehnt. Dies bereue ich aber nicht. Ich glaube fest an die Zukunft dieser Abteilung und dieser Fakultät. Man wird erkennen, dass ein Kürzungsvorschlag hier nicht nur finanziell schädlich ist, sondern auch schädlich ist für die weitere universitäre Herangehensweise und Strategiesetzung, sodass ich unverändert dabei bleibe, dass die Ablehnung des Rufes und das Verbleiben an der Universität des Saarlandes die richtige Entscheidung war und auch sein wird. Ich glaube an diese Fakultät.